Hallo liebe Zuseherinnen und Zuseher bei einer neuen Ausgabe unseres HT1 Live Talks. Ja, das TIZ, das Technologie- und Innovationszentrum Christkirchen, hat einen neuen Geschäftsführer. Und wie der so tickt, das schauen wir uns jetzt an. Hallo, grüß Gott, Herr Hoffmann. Grüß Gott, freut mich. Ja, Herr Hoffmann, wie geht's Ihnen denn so? Seit 2 Monaten nun in Amt und Würden als neuer Geschäftsführer vom TIZ schon eingelebt. Ich habe mich schon eingelebt, danke der Nachfrage. Mir geht es sehr gut. Ich habe damit gerechnet, dass jeder Tag ein Wahnsinn wird an neuen Informationen und Eindrücken und dass ich immer todmüde ins Bett falle. Aber das war so geplant und daher passt es für mich so. Sehr, sehr ehrliche Worte, muss ich sagen. Wollen Sie noch ein paar Eindrücke haben vom Technologie- und Innovationszentrum Christkirchen? Ich führe Sie gerne noch durch. Sehr gerne und vielleicht erfahre ich dann noch ein bisschen mehr von Ihnen. Gerne. Super, danke schön. Also da herum haben wir jetzt ein Foyer, wo man auch Events machen kann. Und da hätten wir eine passende Sitzgelegenheit, um noch ein paar Informationen. Ja, sehr gerne. Machen wir es uns ein bisschen gemütlich da im TIZ. Gerne, ja. Da wäre jetzt natürlich schon ein bisschen neugierig geworden. Also Sie sind ja jetzt, wenn man ein bisschen Ihnen zuhört beim Gespräch, also so direkt, wie man bei uns sagt, in der Region, ein Dorsiger sind Sie nicht, oder? Ich bin kein Dorsiger, nein. Ich bin ein gebürtiger Linzer und bin wohnhaft in Altenberg bei Linz. Und pendle sozusagen täglich zwischen der Strecke Linz und Christkirchen. Und wie kann man sich den Werdegang bei Ihnen vorstellen? Der Werdegang war so, ich bin die letzten 7 Jahre, bevor ich hier angefangen habe, Geschäftsführer gewesen in der Firma SEW Eurotreif. Das ist ein großes deutsches Familienunternehmen im Bereich der Antriebstechnik tätig, weltweit vertreten, und ich habe hier die österreichische Niederlassung geleitet. Und war 20 Jahre vor dieser Zeit, habe ich begonnen in der Voestalpine. Wahnsinn. Habe dort meine berufliche Karriere gestartet und davon 11 Jahre eine eigene Tochterfirma in der Voestalpine als Geschäftsführer verantwortet. Welche Ausbildung haben Sie eigentlich genossen? Ich bin ein Maschinenbauer, ich habe die HTL für Maschinenbau besucht in Linz und das Fach hat mich so interessiert oder das Thema hat mich so interessiert, dass ich Maschinenbau weiter studiert habe an der Technischen Universität in Graz. Ein Maschinenbauer durch und durch, apropos Technik. Können wir uns da noch ein bisschen was anschauen dazu? Da schauen wir sich gerne noch was an, weil wenn man sich das anschaut, versteht man es viel besser. Herr Hoffmann, das TIZ ist eigentlich eines der modernsten Zentren, wenn es um die dynamische Prüfung jetzt geht. Aber Hand aufs Herz, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Worum geht es denn da jetzt eigentlich? Bei dynamischen Prüfungen geht es einfach um Prüfungen, damit die Bauteile so geprüft werden, wie sie im realen Einsatz auch beansprucht werden. Das sind meistens Schwingungsbelastungen oder wir können auch Fahrbahnsimulationen machen, um also 2 Räder oder 4 Räder auf Fahrbahnen zu simulieren, wie die Belastungen da sind. Und in der Halle, wo wir jetzt gerade sind, das nennt sich Musterbau oder Vorrichtungsbau, da werden die Vorrichtungen zusammengebaut, auf denen die einzelnen Bauteile oder gesamten Maschinen dann aufgespannt werden auf der Prüfvorrichtung. Ja. Die muss man entsprechend herrichten, muss man entsprechend steif konstruieren, damit sie das Prüfergebnis nicht beeinflussen. Ja. Und das findet hier in dieser Halle statt. Aha, und wie geht es dann weiter? Weiter geht es jetzt in das eigentliche Prüfzentrum, Test- oder Prüfinstitut, da gehen wir jetzt gleich rein. Also das ist ein typischer Auftrag eines unserer Kunden. Der hat uns diesen blauen Stahlbehälter geliefert. Und dieser blaue Stahlbehälter ist im Normalfall mit Stickstoff gefüllt und in einem explosionsgefährdeten Bereich im Einsatz. Der wird hier bei uns geprüft auf Schwingungsbelastung. Der ist auf einem sogenannten Schwingtisch, auf einem sogenannten Rütteltisch oder Shaker, wie auch genannt wird. Man sieht die Vibrationen. Genau, man sieht die Vibrationen aufgespannt und wird jetzt 5 Stunden lang diese Vibrationsbelastungen erfahren. Und man schaut dann, ob in dieser Zeit der Behälter kaputt wird, ob Teile herunterfallen, ob er einen Riss hat. Das ist das typische Ergebnis einer solchen Betriebsfestigkeitsprüfung. Also jetzt ist er nur gut beisammen. Jetzt ist er nur gut beisammen, genau. Ja. Herr Hoffmann, jetzt möchte ich natürlich schon noch gerne wissen, wenn Sie seit 2 Monaten in Amt und Würden sind, was haben Sie denn für Ihre Pläne hier im TIZ? Ich möchte gerne die erfolgreiche Geschichte des TIZ weiterführen. Das Unternehmen ist profitabel, hat ein erfolgreiches Wachstum hinter sich und genauso möchte ich es in den nächsten 3 bis 5 Jahren fortsetzen. Möchte mich auch in Richtung Umweltsimulation akkreditieren mit dem TIZ. Das heißt, dann können alle Kunden, die Bauteile oder Geräte haben, die dynamische Prüfungen machen möchten, unter Umweltsimulation, unter Simulation der Temperatur und der Luftfeuchte bei uns ihre Prüfungen durchführen lassen. Und bei der Elektromobilität haben Sie auch was geplant? Bei der Elektromobilität haben wir geplant, dass wir uns in dem Bereich mit neuen Prüfeinrichtungen aufqualifizieren, sodass alle Unternehmen, die Bauteile oder gesamte Fahrzeuge im Bereich der Elektromobilität haben, auch ihre Prüfungen bei einem akkreditierten Prüfinstitut wie bei uns durchführen lassen können. Quasi up to date.
Jetzt haben wir über das TIZ und Ihre Tätigkeit einiges erfahren, aber ich möchte gerne wissen, wie tickt denn der Herr Hoffmann privat eigentlich so? Haben Sie Freizeit? Haben Sie Hobbys? Ich habe Freizeit und die genieße ich auch mit klassischen Automobilen aus den 50er und 60er Jahren. Okay. Ich fahre privat einen alten Ford Mustang aus dem Jahr 1967. Und ja, das mache ich eigentlich sehr gern. Sind Sie da so ein Bastler in der eigenen Garage? Oder? Wenig. Ich kann nur manche Teile machen, weil ich nicht die Infrastruktur und die nötigen Werkzeuge habe. Ich bin mehr der Fahrer und genieße es umso mehr, wenn man mit dem Auto in einer schönen Gegend herumfahren kann. Also ich glaube, das ist eher so ein Sommerhobby. Wie sieht es dann da so im Winter aus? Im Winter ist das Auto natürlich nicht in Betrieb. Da werde ich dann die klassischen Automobilzeitschriften anschauen okay. Und mir theoretisch Freude machen. Herr Hoffmann, herzliches Dankeschön, dass wir zu Gast sein durften. Ich wünsche wirklich alles, alles Gute für die neue Tätigkeit und freue mich schon auf ein Wiedersehen. Sehr gerne. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen.